Guten Morgen. Ich lebe gesund. Und deshalb trinke ich auch viel Säfte und entsafte, mache davon bei Instagram ganz viele Fotos und ja, bin total, lebe auch vegane Rohkost und da sind auch viel Säfte dabei und Säfte, 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 Säfte. Das Problem bei den Säften ist, Säfte sind nicht per se gesund. Säfte sind ein Lebensmittel, ähnlich wie Öle, wo der Frucht etwas genommen wird, selektiv, wo ein Verarbeitungsschritt stattfindet, der viele, viele der wichtigen Nährstoffe, die diese ganze Pflanze bietet, eben nicht mit herausholt. Und ein Saft ist nichts anderes als Nahrungsergänzungsmittel, was ihr irgendwo kauft. Das ist nichts anderes von der systematischen Betrachtung, dass ihr etwas verarbeitet und rausholt aus einem vollwertigen Lebensmittel. Und heute, ich möchte das nicht einfach so in den Raum stellen, sondern ich habe heute eine Studie mit dabei, die eine Riesenstudie, das ist eine Studie, die drei große Ernährungsstudien auswertet. Und das ist, ich blende euch das mal jetzt hier ein, das sind drei Studien, einmal die Nurses Health Study mit 66.000 Frauen, dann mit 85.000 Frauen der zweite Teil dieser Studie und dann noch, dass die Männer nicht zu kurz kommen, 36.000 Männer von der Health Professional Follow-up Study von 1986 bis 2008. Ich habe jetzt nicht eingeblendet, wie viele Menschenjahre das sind, aber das sind Millionen von Menschenjahre, die hier analysiert wurden. Und da ging es halt um Früchte und Diabetes. Das ist immer so die grundlegende Sache, dass man nicht genau weiß, wenn ich Diabetes habe, Typ 2, soll ich jetzt viele Früchte essen oder soll ich wenig Früchte essen? Und früher war es ja immer so, dass man gesagt hat, Früchte meiden wegen dem Fruchtzucker, weil Insulinspiegel wird hoch an, wird erhöht. Dann gibt es einige Studien, die sagen, ja, esst auf jeden Fall viele Früchte, weil die sekundären Pflanzenstoffe und die Sachen, die um die Frucht drumherum auch drin sind, weil die förderlich sind. Und diese Studie in der Auswertung kam eine große Sache raus, und zwar, dass es keine generelle Empfehlung für oder gegen Früchte gibt. Weil zum einen die Menschen sind sehr individuell, auch ihr Stoffwechsel, und zum anderen die Früchte auch. Die Früchte sind eben auch individuell. Es gibt verschiedene Früchte und jede Frucht hat so ein bisschen einen anderen Effekt auf den Insulinspiegel. Und da ist eben nicht nur der Fruchtzucker, spielt da nicht nur eine Rolle. Gut, das wusste man schon länger, deswegen gab es ja auch die Empfehlung, dann Früchte zu essen. Und viele denken so, boah, Rohkost, Saft, ist gesund. Nee, nee. Also Rohkost an sich kann auch ungesund sein, wenn man eben nur Säfte trinkt. Und entsprechend, also ungesund im Sinne von dieser Krankheit Diabetes, dass man sie vermeiden möchte. Und das ist eine Volkskrankheit. Und ich denke schon, dass das ein guter Indikator dafür ist, wenn das für Diabetes sozusagen förderlich ist, dass man Säfte trinkt, dann ist das sicherlich auch nicht gut für andere Sachen. Also von daher, ja, tue ich einfach mal diesen Schluss auch ja, ziehen. So, und jetzt ist es zum einen erstmal, möchte ich euch sagen, welche Früchte generell, was auch hier rausgekommen ist, also was einfach die Studie gesagt hat. Ich blende euch einfach mal jetzt die zweite Folie ein, beziehungsweise was sozusagen die Studie herausgefunden hat an zusätzlichem Wissen, was bisher schon vorhanden war. Und da seht ihr selber, dass die Verbindung zwischen Diabetes Typ 2 unterschiedlich ist zu unterschiedlichen Früchten. Das hat die Studie rausbekommen. Sehr, sehr wichtig. Und das ist zum Beispiel also Früchte wie Blaubeeren, Grapes sind Trauben und Äpfel, dass sie mit einem niedrigen Risiko an Typ 2 Diabetes verbunden sind. Das heißt, die sollte man tatsächlich viel essen, um das zu vermeiden. Also das sind natürlich schöne Früchte, ne? Äpfel sowieso, Trauben, ja, wunderbar, aber kauft die in Bioqualität. Ich weiß nicht, ob ich das Video schon rausgebracht habe, aber Trauben sind die mit am häufigsten belastendsten Lebensmittel und das ist eins der Lebensmittel des dreckigen Dutzend, die auf jeden Fall in Bioqualität gekauft werden sollten oder aus dem eigenen Garten. Ja, und Blaubeeren sind natürlich genial. Ja. Ja, aber, und dann steht aus, whereas increased consumption of fruit juices has the opposite association. Das heißt, wer Fruchtsäfte trinkt, der unterstützt Diabetes Typ 2. Und das ist halt echt so eine richtig, ja, wichtige Erkenntnis, die man da haben sollte.
Und es unterstützt einfach auch dieses natürliche Verständnis von mir, dass Früchte komplett so gegessen werden sollten, wie sie in der Natur vorkommen. Und dass man eben dann nicht irgendwas extrahiert und rausholt. Und ich selber habe auch einen Entsafter. Das ist der beste Entsafter für Wildgrün. Ich habe den auch unten verlinkt. Das ist übrigens dasselbe Entsafter, den auch die Silke Leopold hat. Und ich nutze ihn aber konsequent niemals für Früchte, sondern immer nur für Wildgrün. Allerdings auch da ist es so, dass ich überzeugt bin, dass das Wildgrün, wenn ich das in meinen Mixer tue und einen Smoothie draus mache, dass das da besser ist. Aber auch da gilt, das Mixen des Smoothies ist quasi eine Art Verarbeitungsschritt. Man hat zwar die gesamten Nährstoffe noch da, von daher ist es viel, viel besser als ein Entsafter und auch diese Empfehlung, dass sie lieber gemixt werden sollte, das entspricht auch dieser Studie. Aber die Einspeichelung ist natürlich nicht so intensiv, als wenn man sie so essen würde. Aber das ist auch mal ganz wichtig, wenn ihr meine Videos seht. Ich halte mich nicht zu 100% an die Dinge, die der wissenschaftliche Konsens, was das hergibt. Ne? Ich bin jemand, der auch gerne genießt zum Beispiel, obwohl der Genuss nicht gut ist beim Essen. Ganz ja, anderes Thema. Aber ich halte mich nicht zu 100% an die Dinge, die ich hier euch mitteile. Das ist einfach nur Wissen, was ich generiert habe. Ganz, ganz wichtig. Ich bin nicht perfekt. Ne? Und ich werde es wahrscheinlich auch nie. Aber natürlich, wenn ich das weiß, dann versuche ich schon mich in die Richtung zu entwickeln, aber ich bin trotzdem zufrieden, wenn ich einen Smoothie trinke und ich wäre auch zufrieden, wenn ich einen Saft trinken würde. Plus gegen den Saft, da habe ich schon von Anfang an so eine gesunde Aversion gehabt und schon gemerkt, nee, der Saft, das ist nichts Gutes und das möchte ich euch in dem Video auch nochmal wirklich anhand einer Studie auch beweisen, dass ein Saft nichts Gutes ist. So, und letztlich möchte ich das Thema auch gar nicht groß verwässern. Ich habe jetzt noch ein paar Themen, die man damit anschließen könnte. Wir haben jetzt auch schon ein bisschen gesprochen. Aber generell, wenn ihr einen Entsafter habt, okay, dann habt ihr einen Entsafter. Genau wie ich habe auch einen Entsafter. Bei Wildgrün ist es vielleicht nicht ganz so dramatisch, aus dem einfachen Grund, weil ihr dann den Zucker nicht mit rausholt, beziehungsweise der Wildgrün nicht so einen hohen Anteil an Zucker hat. Was die Problematik natürlich insbesondere bei Fruchtsäften aus Obst ist. Von daher ist, denke ich, Wildgrün nicht ganz so problematisch. Hab dazu aber keine Studie, einfach nur mein Gefühl. Und ja, und ansonsten, ja, mixt es einfach, macht einen Smoothie. Ich mag das Fruchtfleisch nicht. Ja, es tut mir leid, aber es ist einfach definitiv gesünder und Fruchtsaft hat sich für mich schon immer nicht gesund angefühlt, auch wenn ich mir den kaufe, hat sich nie gesund angefühlt und ja, und jetzt habe ich das eigentlich für mich selber auch noch mit einer Studie unterlegt, einer sehr, sehr großen anerkannten Studie und ich möchte euch das einfach mitteilen, Hände weg vom Saft hin zum Smoothie oder idealerweise einfach in die ganze Frucht. Das ist meine Message für heute. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Ich freue mich, wenn ihr das Video teilt, gerade irgendwelchen Saftenthusiasten. Ja, da macht es sicherlich Sinn, dass ihr auch mal diese Seite hören und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder, euer Christian. Tschüss.